Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos haben sich in dem seither vergangenen halben Jahrhundert extrem verändert, aber sie fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim Grand Prix von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven, vorbei am Casino und am Hafen. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Sainz, Max Verstappen und Norris, Perez, Ricardo, Ocon und Pierre Gasly, Fernando Alonso, Bottas, Guanyu Zhou und Tsunoda, Magnussen, Albon, die einzig wahre und Felipe Drugovic. Vettel, Mick Schumacher, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Latifi und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Es steht schon wieder ein Rennen an. Stefan Römer ist bei mir. Stefan, unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf was wirst du achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren? Der Start eines Rennens ist immer einer der aufregendsten Momente. Man hofft, dass jeder einen sauberen Start hinlegt. Das ist vielleicht der tückischste Teil des Rennens. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Es steht an, der große Preis von Monaco. Immer wieder was ganz Besonderes, auch wenn die Rennen in der Regel eher langweilig sind. Aber schauen wir mal, Safety Car und dies und das und Strategie. Kann ja alles passieren. Qualifying lief ja nicht so geil. Also wir haben mehr oder weniger alle Konkurrenten geschlagen, bis auf Alex, den wir hier links vor uns sehen, im Williams. Ich denke, es wäre mehr drin gewesen. Aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Fahrgefühl reinbekommen. Das Fahrzeug fühlt sich irgendwie sehr schwammig an diesem Rennwochenende. Wir hatten auch nicht die Reifen zur Auswahl, die ich gerne gehabt hätte. Aber jetzt, ja, genug der Ausreden. Wir machen einfach das Beste draus. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich ja mal einen guten Start hinzubekommen und dementsprechend Alex zu schlagen. Wichtig wird natürlich sein, heile durchzukommen. Wir gehen in die Strategie und die sagt Medium Hard. Was anderes habe ich eigentlich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Sprittechnisch brauchen wir, glaube ich, nicht so viel extra, weil wir gar nicht so viel Vollgas haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier mit ganz Minimalsprit an die Sache ran und ja, verlieren keine weitere Zeit und gehen direkt rein in die Einführungsrunde. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ja, Monaco auf jeden Fall ein Geduldsspiel, ein Konzentrationsspiel. Also gleich schon mal vorneweg, heute könnte ich eventuell ein bisschen ruhiger sein, wir werden sehen. Jetzt gucken wir einfach mal, wie es läuft. Wichtig wäre natürlich, wie gesagt, heile durchkommen, gerade in der Startphase. Position am besten verteidigen oder sogar eine Position gewinnen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich freue mich drauf, Monaco. Wie gesagt, immer was Besonderes. Ein Pflaster, was mir eigentlich gut liegt. Leider im Qualifying hat es nicht gepasst. Zumindest mal bin ich unter meinen eigenen Erwartungen geblieben. Aber generell, die Zeiten waren deutlich langsamer, als ich sie erwartet hätte. Also von dem her hatten alle wohl so ein bisschen ihre Probleme hier. Hat auch geregnet im zweiten Training, was natürlich auch den Grip ein bisschen weggespült hat. Könnte alles ein Grund dafür sein. Jetzt gucken wir einfach mal. So oder so, schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist zum großen Preis von Monaco. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal ganz viel Spaß.
und die bestmögliche Unterhaltung hier in unserer F1 22 My Team Karriere mit unserem PXR Racing Formula One Team. So, die Startvorbereitungen laufen. Come on, jetzt ein guter Start, das wäre so wichtig. So, da stehen wir schon mal. Let's go! Ja, über den Körper hat man leider nicht so viel Grip. Auch wenn ich jetzt die geilere Linie dann gehabt habe, aber naja, egal, immer in Position gehalten. So, jetzt aufpassen, wenn es sich hier staut. So, ich dachte, wenn es sich nämlich staut, dann können wir hier mal vielleicht was ausprobieren. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so geil hier. Sorry für die Kollision. Ich hoffe, ihr habt keinen so großen Schaden davon getragen. Aber jetzt müssen wir solche Dinge noch ausnutzen. Auf geht's, komm. Ja, versuchen wir mal so gut wie es geht, da vielleicht dran zu bleiben, auch wenn nominell der Haas und so weiter schneller ist, aber dadurch, dass die ja alle so ein bisschen im Verkehr sind. Jetzt noch nicht unnötig drauf fahren. Ja, Alonso mit Hart. Natürlich tendenziell vielleicht ein bisschen langsamer, obwohl der Alpine natürlich deutlich schneller ist. Unser Schinken hier. Auto fühlt sich aber eigentlich ganz okay an. Wie gesagt, dieses Schwammigkeitsgefühl, das ist da. Aber das habe ich auch schon auf anderen Strecken getestet. Das könnte auch mit dem letzten Update irgendwie ein bisschen zusammenhängen. Oder Placebo. Ja. Alles möglich. So, ja, wir bleiben gut dran, das ist schon mal gut. Ein bisschen Sorge macht man durch den Reifenabrieb, der ist in unserem Honda-getriebenen Fahrzeug ein bisschen höher die Saison als noch in der letzten mit unserem Renault-getriebenen Fahrzeug, zumindest mal vom Gefühl her. Tauri auch ein bisschen Struggles hier. Und jetzt auch nicht so sauber hier durch, würde ich sagen. Aber vielleicht für den Long Run wieder ein ganz gutes Setup gefunden. Zumindest mal jetzt hier zu Beginn des Rennens. Ja,
zu dicht auffährt, merkt man direkt die verwirbelte Luft, auch wenn die natürlich bei den Boliden ein bisschen weniger geworden ist im Vergleich zum Vorjahr. Aber sie ist trotzdem noch da, gerade wenn man so dicht auffährt. Ja, ich muss ein bisschen ERS sparen, merke ich gerade. Ich verballer doch deutlich mehr als gedacht hier. Vertreiben wir es jetzt mal lieber nicht. Wir sind hier auch dran, alles gut. Und ERS ist jetzt auch nicht so extrem wichtig hier. Würde ich behaupten. Zone statt Ziel ist sehr kurz. Ich hoffe nur halt nicht, dass wieder der Vordermann wieder so einen klassischen dummen Verbremser macht und ich kann nicht rechtzeitig reagieren. Das ist immer ein bisschen. Also wenn ich reagieren kann, dann okay. Wenn wir dann vorbeifahren können, noch besser. Aber. Kannst erzählen, was du willst. So ein Noda hat hier Probleme und ich auch. Ist auf dem Gas gegangen, nicht dass wir direkt eine Strafe bekommen. Boah, das war nicht gut. Okay, konzentrieren wir auf uns. Das war jetzt nicht schlecht. Das war natürlich schlecht, aber vielleicht auch mal jetzt kurz frische Luft sozusagen schnappen. Ja, Monaco natürlich immer dieses ganz besondere Fahren, also für einen Fahrer super anspruchsvoll. Aber ich glaube auch zum Zusehen auf seine eigene Art und Weise auch interessant. Natürlich nicht so actionreich, aber seien wir ehrlich, auf anderen Strecken fährt man auch größtenteils oftmals hinterher. Auch wenn man klar sagen muss, wenn man hier schneller ist als der Vordermann, was trotzdem fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, vorbeizukommen. Ja. Muss er aufpassen auf jeden Fall, gerade wenn die Reifen anfangen dann auch irgendwann abzubauen. Das ist halt doch eine sehr auch mechanischer Grip ausgelegte Strecke. Abrieb aber aktuell sehr gleichmäßig, hinten 1% mehr. Jetzt tue ich mich dann doch schwer, aber könnte halt auch wieder daran liegen, dass der Abrieb bei uns wieder so minimal höher ist als bei der Konkurrenz. Wobei man ja auch sagen darf, der Haas, der Alpha Tauri, die sind halt auch ein gutes Stückchen, kleines Stückchen nominell besser aufgestellt als unser Bolide hier. Aber alles gut. Das gibt's auch nicht, aber dieses Querstehen auf einmal, das ist nicht gut. Das soll ich tunlichst vermeiden. Ein bisschen mehr Shortshiften vielleicht, ein bisschen vorsichtiger das Gas aufziehen. Das kann ganz schnell mal ganz böse enden und das kostet auch viel Hinterreifen, Zeit und Nerven. Thank you.
Ja, was machen wir denn jetzt? Aktuell heißt erstmal versuchen dran zu bleiben. Alles weitere ergibt sich. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch einen Safety Car. Das müssen wir alles erstmal abwarten. Und dann ist sowieso das große Durcheinander. Aber ich denke mal, dass dann einige Double Stacks machen werden, einige Teams. Und dann dadurch könnten wir den zweiten Fahrer dann jeweils schnappen. Aber jetzt eins am anderen. Die Spitzengruppe hat sich auch schon ein bisschen distanziert, sehe ich gerade auf der Minimap. Aber wir sind so ein bisschen dran am Mittelfeld. Das ist doch schon mal auch nicht schlecht. Wenn auch eher am hinteren Ende. Da wir noch zu den drei schlechteren Teams gehören, ist es auch trotzdem ganz gut. So, Magnussen aktuell raus aus dem Fenster. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Wenn ich jetzt so einen leichten Lockup hatte, das war nicht gut. Wenn du dicht auffährst, ist gar nicht so ohne. Du merkst schon, dass auch ein bisschen weniger ist und du brauchst jedes bisschen Grip, was du kriegen kannst hier. Aber wir können erstmal gut dranbleiben, das ist schön. Ja, wie gesagt, ist ein riesen Geduldsspiel. Boxenstopp ist Runde 18 geplant. Ründchen hin. Alles gut. Also aktuell würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich großartig schneller kann. Also, dass ich mich jetzt irgendwie aufgehalten fühle. Ganz im Gegenteil, das passt schon so. Wenn sich natürlich eine Lücke irgendwie anbietet, wäre natürlich geil. Aber das kann natürlich jetzt sein, dass das einmal ein Rennen wird, wo wir einfach hinterher fahren. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Das kann jetzt noch eine gute Weile dauern. Zumal, wie gesagt, der Boxenstopp kommt noch und man weiß ja nie, ob wirklich ein Safety Car kommt oder nicht. Ja, so krass viel droppt er nicht weg, wie Marc jetzt sagt. Also der Abstand bleibt ungefähr gleich. Das zeigt auch wieder, dass das DRS auch mehr Kosmetik ist. Schade, ich dachte, mit dem Schwarzschiff den vierten kann ich schon Vollgas geben, hat aber nicht geklappt. Also wenn, dann haben wir, glaube ich, hier runter die besten Chancen für einen Angriff, weil da kommt er hier nicht so gut rum. Aber ich muss dann halt selber auch gut aus den Ecken raus beschleunigen, sind wir mal ganz ehrlich. Man muss schon eigentlich ein schnelleres Fahrzeug haben, wenn du hier wirklich vorbei willst. Der hat jetzt kein DRS, aber das bringt uns nichts. Dazu komme ich zu schlecht aus der letzten Ecke raus. Die beste Chance ist, wenn ich nach dem Tunnel
da schaffe, mich irgendwie vorbeizusetzen. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Wurstkörb. Spät gedrückt. Ja, ich kann den Grip aus oder in der letzten Kurve den Grip nicht so gut aufbauen. Also da müsste ich schon echt krass gut rumkommen, wenn ich da wirklich eine Chance haben will, einen Angriff zu setzen. Aber bis jetzt läuft es ganz gut, das Rennen. Nahezu fehlerfrei. Auto im Griff. Keine Gefahr jetzt gerade irgendwie das Auto kaputt zu fahren. Das ist auch sehr wichtig, guten Rhythmus drin zu haben. Das ist fast das Wichtigste hier in Monaco. Ah geil, jetzt komme ich mal gut raus und dann hat er auch DRS. Das war halt jetzt ja wieder Pass. Dann, wenn er schlecht rauskommt, komme ich auch schlecht raus und so. Das kennen wir doch schon. Das Spiel. Es muss einmal genau so passen, dass ich gut und er schlecht. Dann könnte man vielleicht hier und da mal einen Angriffsversuch starten, aber das natürlich nicht. Das wäre so auf letzter Rille gebremst. Das wird niemals funktionieren. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Das kam ich aber nicht gut rum. Ja, und genau jetzt hat er wieder auch kein DRS. Ja, das ist unglaublich. Immer wenn ich scheiße rumkomme, hat er kein DRS und ich. Das bringt mir halt dann rein gar nichts. Das gibt's ja nicht. Auch wieder gut dran, auf jeden Fall. We're approaching the pit window now and you're going to be on hards next time.
Ja, wir müssen mal gucken, dass wir echt einen guten Stop hinkriegen. Mal ganz ehrlich. Vielleicht geht darüber ja was. Undercut will ich eigentlich nicht machen. Ach, vielleicht machen wir das ja auch automatisch gegen Tsunoda, weil Gasly vorne vielleicht in der Runde reinkommt, wo wir reinkommen. Das war nicht gut von mir. Ein bisschen zu weit ausgeholt. Ja, super anstrengendes Rennen. Fordert super viel Konzentration. Macht ultra Spaß zu fahren. Also mir macht Monaco halt einfach Spaß. Ich weiß, es ist vielleicht super langweilig, aber es ist trotzdem einfach, alleine hier zu fahren ist schon die Challenge. Die anderen sind da so nur so beiläufig. Und wie schon gesagt, so viel schneller fühle ich mich jetzt nicht als der Vordermann, als dass ich jetzt das Gefühl hätte, oh verdammt, ich komme nicht vorbei und so weiter und so fort. Ich meine, wir stehen aktuell ganz gut. Wir sind vor unseren ganzen direkten Konkurrenten. Bloß noch Magnussen. Und wir sind dran hier an einem Alpha Tauri, was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Also aktuell sieht doch alles ganz gut aus. Ruhig. Kein Problem. Oh, da konnte ich nicht mehr bremsen. Ja, und die machen jetzt einen Undercut hinter uns. Super. Das war jetzt natürlich zum passenden Zeitpunkt, dass ich den Fehler hatte. Ey, ich konnte nicht mehr bremsen. Die haben einfach nicht funktioniert. 6,8 seconds. Jetzt alles andere als geil hier. Hoffe ich mal, dass sie nicht unbedingt super viel schneller sind mit den frischen Harts. Das verlieren wir jetzt wirklich richtig Position, was nicht so geil wäre. Jetzt sollten wir gucken, dass wir jetzt echt eine Inlap fahren. Alrighty, komm. Jetzt einen guten Boxenstopp. Felipe is coming in for his stop now. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Ja, nice for Tsunoda. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Und wir sind auch vor Magnussen geblieben. Sehr gut. Sehr gut. Good job. So. Jetzt aber erstmal gleich reinkommen hier mit den harten Reifen. Boah, das hatte ich Glück. Ich glaube, minimal habe ich die Wand touchiert.
habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die so gut einlenken. Aber klar, frische Reifen plus keine Dirty Air gerade. Da ist natürlich deutlich mehr Grip da und dementsprechend lenken die auch direkt da ein. Da muss ich jetzt aufpassen. Das wäre jetzt natürlich bitter gewesen, das Auto mir jetzt geschrottet hätte. Aber das war zum Glück nur so ein Streifschuss. Geil wäre natürlich jetzt, wenn ich an den Alfa Romeos rankommen würde. Aber vielleicht doch diese paar Meter, der es mir gönnen könnte. Aber nein, jetzt gucken wir erstmal. Okay, gap to the car ahead is 1.6 seconds. Fühlt sich auf jeden Fall jetzt mit den frischen Reifen schon ganz gut an. Bisschen zu schnell da rein. Deswegen im Exit jetzt ein bisschen zu langsam gewesen. Aktuell aus dem DRS-Fenster raus. Auch wenn ich mich jetzt viel ERS dafür geopfert habe, deswegen sollte ich jetzt vielleicht in den nächsten Runden nicht mehr so viel dafür ausgeben. Wer weiß, ob ich es noch brauche, mal um zu verteidigen. Das ist was Langsames. Da ist ein Martin mit Haar, der war natürlich noch nicht in der Box. Der blockiert die jetzt natürlich ein bisschen. Das kann jetzt Fluch und Segen zugleich sein, wenn der davon natürlich richtig bummelt und alle aufhält. Schaut sich natürlich hier hinten dran. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Okay, so we're leading our teammate by 12.4 seconds. Es ist äußerste Vorsicht geboten, dass da nicht irgendwie auf einmal so ein extremer Brake Check kommt, sage ich jetzt mal. Natürlich nominell schon nicht schnell und dann jetzt mit den älteren harten Reifen gegen die frischeren harten ist natürlich klar, dass der da deutlich langsamer durch die Gegend gondelt. Box. Hat sich das Thema jetzt schon selbst erledigt. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da vielleicht dranbleiben an den beiden. Boah, das ist natürlich geil. Jetzt haben wir Alonso. Aber der wird so pushen jetzt hinter uns. Oh Gott, das wird jetzt egal. Ich hoffe, er macht nichts Dummes. Natürlich für Alonso jetzt super bitter. Jetzt ist er da mit uns allen Hard-Tire-Leuten gefangen. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass er da hinten jetzt extrem aggressive Manöver startet. Weil er wird natürlich im Alpin und mit den Mediums ultra viel schneller sein. Ich
merkt, die Alphas ziehen jetzt Tempo an ein bisschen. Das zieht ein bisschen weg. Ja, Marc, das wird nicht so einfach funktionieren, wie du das sagst. Ich bin, glaube ich, schon ganz froh, wenn ich mich da so ein bisschen dranhängen kann. Je länger das Rennen geht natürlich, desto weniger hat Alonso den Reifenvorteil, weil natürlich irgendwann werden die Mediums auf einer Pace mit den Harten sein. Aber dann ist immer noch der Faktor Alpin. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Das war nicht alles andere als optimal hier gefahren von mir, aber besser so als das Auto kaputt fahren. Das war nicht gut. Ja, diese letzten Kurven sind schon nicht so einfach. Da hat das Schwammigkeitsgefühl natürlich jetzt nicht unbedingt oder trägt nicht dazu bei. Puh, ganz schön anstrengend, ey, ich sag's euch. Also wenn ihr Konzentrationsübungen machen wollt, fahrt Monaco. Ich glaube auch in der echten Formel 1, die haben das, glaube ich, mal irgendwie gemessen, das Konzentrationslevel vom Formel 1-Fahrer ist im Monaco-Rennen irgendwie, weiß ich wie viel höher als bei jedem anderen Rennen. Boah, nimmt mich nicht Wunder. Das nimmt mich gar nicht Wunder, obwohl das so langsam ist im Verhältnis, ne? Aber alles so eng. Alles so crazy. Mal gleichmäßig. Ist auch wichtig. Ich finde ein gutes, ausgewogenes Setup. Mal. Also es ist gleich das gleiche wie vorhin mit Tsunoda, stellenweise an manchen Stellen kommt man gut ran, aber
Überholen mit einem nominell schlechteren Fahrzeug, also sehe ich als ganz schwierig. Wenn du jetzt ein besseres Fahrzeug hast, dann kann man diesen Vorteil schon mal ausnutzen, aber mit so einem Fahrzeug jetzt hier vorbeigehen, schwierig. Schwierig. Aber man sieht, Alonso hat genauso jetzt nicht die Überpace, um da irgendwo gewaltigen Vorteil. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass der ein bisschen mehr Druck macht. Und von dem her alles cool. Ja, 10 Runden noch, 11 Runden noch. Mit der hier. Also die einzige Chance, die jetzt uns noch irgendwie bleibt, um da nach vorne zu kommen, ist tatsächlich ein Safety Car. Und manche entscheiden sich für eine doofe Strategie oder wir uns für die goldrichtige. Oder halt, wie gesagt, der Vordermann macht jetzt hier einen gewaltigen Fehler, dann könnte man vielleicht noch eine Position bekommen. Aber genauso kann es auch umgekehrt sein. Ne? Ein kleiner Fehler hier in Monaco, ich glaube, jeder kennt's. Flügelschrott, Reifen weg, was auch immer. Das kann es hier ganz gerne geben. Und deswegen konzentriert bis zum Ende. Das ist jetzt hier die Devise. Und auch wenn das Auto leichter wird, werden die Reifen nicht besser. Deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, nicht zu viel davon abzuverlangen. Ja, sprittechnisch mehr als genug, wie ich es mir gedacht habe. Du verbrauchst hier einfach nicht so viel, weil du gar nicht so viel Vollgasanteil hast. Alonso doch mal ein bisschen noch mal näher. Das heißt nichts. Also hier kommen wir ganz gut immer rum. In die Ecke, in den Tunnel rein. Da bauen wir auch immer einen ganz guten kleinen Gap zu Alonso aus, als dass er da nicht attackieren kann. Das jetzt noch in der letzten Kurve so hinkriegen würden, da so gut rumzukommen, dann wäre schon geil. Das ist, glaube ich, besser am zweiten rum und dann Short Shift im dritten, vorher schon ein Short Shift. Gap to your teammate behind is 12.1 seconds. Ja, nächstes Rennen wird Kanada sein. Auch eine Strecke, die ich eigentlich sehr mag. Die letztes Mal allerdings ja, sehr unglücklich gemacht hat. Einfach wieder so ein unnötiger Dreher gehabt. Und diese ja, Dreher liegen eigentlich mittlerweile eher der Vergangenheit. Oder gehören eher der Vergangenheit an. Step by Step so ein bisschen am Mittelfeld anklopfen und vielleicht irgendwann in den kommenden 4, 5, 6 Rennen sogar vielleicht im Mittelfeld dann auch wirklich sein, wenn die Entwicklung uns da so ein bisschen hinträgt. Schauen wir mal. Ich denke, Quali, wie gesagt, hätte ein Platz, vielleicht sogar zwei Plätze besser geklappt, aber jetzt hier so im Rennen von der Pace her, was ich hier so sehe und wie schwierig es ist, hier zu überholen, würde ich sagen, sind wir mehr als im Soll, Platz 13. Das ist einfach mal überragend im drittschlechtesten Fahrzeug, wo wir ja nominell eher auf Platz
17, 16 sein müssten. Also sind auf jeden Fall ein paar Plätze überm Soll. Alle Konkurrenten, alle direkten hinter uns, Teamkollege, die Williams-Fahrer, Aston Martin-Fahrer und sogar hier ein Alpine haben wir hinter uns, also sowie den Alpha Tauri, also das war schon mal ganz gut. Aber jetzt nicht zu voreilig das Fazit ziehen, das ist mir schon mal zum Verhängnis geworden. Die Vorderreifen bauen schon ein bisschen ab vom Grip. Muss aufpassen beim Anbremsen. Das war nämlich jetzt nicht gut. Wie gesagt, einmal ein kleiner Fehler und schon nix in der Wand. Aber interessant, dass auch die ganze Konkurrenz so gut durchkommt. Wir haben noch keinen wirklichen Ausfall gehabt, glaube ich. Also ich habe bis jetzt noch keinen groß gelber Sektor oder so gesehen. Das Feld hat sich auch ganz gut in verschiedene Grüppchen aufgeteilt, wenn ich das so sehe auf der Minimap. Das ist zu spät angelegt. Das Gute ist, in der Löwskurve, die fahre ich einhändig, weil ich ja umgreifen muss. Das kann ich dann immer nutzen, um mit der anderen Hand mir an der Stirn zu kratzen. Habe ich nämlich gerade gemacht. Man muss die Vorteile nutzen, ja? Die einem die Strecke an manchen Stellen bietet. Sonst hast du ja an der Strecke nicht groß die Möglichkeit, die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Sind wir mal ehrlich. Ein bisschen besseres Auto hätten, würde ich tatsächlich das Risiko vielleicht einen Tick erhöhen, um vielleicht einen Angriff setzen zu können, aber das macht so keinen Sinn. Ich werde maximal rankommen an seine Hinterräder, aber auf gleiche Höhe, geschweige denn vorbei, niemals. Da fehlt einfach dann zu viel für. Und jetzt gucken wir eher, dass wir da uns eine gute Position sichern und vielleicht auf einen möglichen Schlussangriff von Alonso vorbereiten. Aber wir wissen, dass die Konkurrenz gerne mal gegen Ende mächtig viel ERS verballert. Und mein Akkustand ist ziemlich gering, deswegen vielleicht jetzt die letzten Runden eher das ein bisschen ansammeln. Auch ein ganz wenig Kurven nur an den ersten Gang, weil ich festgestellt habe, dass der erste Gang, also die Motorbremse in den ersten Gang rein oftmals extrem blockierend ist. Deswegen fahre ich auch ganz viele Kurven, die man theoretisch im ersten fahren könnte, tatsächlich im zweiten. Manchmal gehe ich aber trotzdem in den ersten, weil es nicht manchmal nicht anders ausgeht. Auch nach wie vor natürlich das Ganze ganz authentisch ohne Traktionskontrolle und ohne ABS, und das ist insbesondere in Monaco so eine ganz eigene Challenge. Da muss man schon ganz viel Feingefühl in den Füßchen haben, aber auch Vertrauen ins Setup und ins Fahrzeug. You've lost some time to the car behind.
Ja, aber ich sag's wie es ist, das Auto, was wir hier haben mit dem Honda-Motor, das ist so viel besser als das, was wir in unserer ersten Saison gefahren sind. Das ist also die Basis einfach. Und vielleicht ist es Placebo, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Honda-Motor einfach viel angenehmer anspricht. Nicht so diese zickige Charakteristik an sich hat. Also die Leistung viel gleichmäßiger abruft. Liegt aber auch schon daran, dass wir zum Beispiel beim Rennstart bei viel niedrigerer Drehzahl losfahren können. Das heißt, das Band, wo die Leistung gut anliegt, ist einfach größer. Dementsprechend können wir es besser timen. Ich glaube, das hilft auch extrem. Es gibt einem einfach so viel mehr Vertrauen. Plus halt natürlich die Erfahrung aus unserer ersten Saison. Reifen natürlich an einem kritischen Punkt. Aber das wird die Konkurrenz auch anscheinend, weil Guan Yu Zhou gerade aktuell ziemlich langsam wird. Aber ja, da habe ich auch schon Probleme. Tsunoda auch nicht so wahnsinnig weit weg. Also der ist auch noch gefühlt dran an der ganzen Gruppe hier. Also es ist Monaco, wie man es kennt. Na, hier die Gruppe zum Beispiel könnte man den ersten fahren. Die müssen wir natürlich im ersten fahren. Das geht nicht anders. Jetzt kommen wir voll ins Turboloch rein. Alles klar. Und zwei Runden noch. Jetzt sind wir gerade ultra viel besser als Guan Yu Zhou. Aber das bringt uns nichts. Wo wollen wir da jetzt bei? Nein! Hör auf mit so einer Scheiße jetzt vor Ende. Nix mit Issue. Kann ich jetzt gar nicht brauchen. Letzte Runde. Wir brauchen jetzt kein Issue. Okay, this is your final lap of the race. Bleib bloß weg jetzt. Lost some time to the car behind. Ich glaube, ich habe irgendwas weniger Power, keine Ahnung. Ich stirb mir jetzt nicht ab. Ding. Ich will es gar nicht brauchen. Glückwunsch an Russell. Yes, Mann, komm, Platz 13, überragendes Ergebnis, nice.
Das hätte ich vor dem Rennwochenende definitiv mitgenommen. Puh, aber jetzt bin ich am Arsch. Also ganz ehrlich, es ist so anstrengend, Monaco. Aber auch immer wieder geil. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich auch verdient. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, ich möchte es schon gar nicht mehr so lange machen jetzt hier. Ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses, wenn auch nicht sehr actionreiche Rennen, hat dir trotzdem ganz gut gefallen. Ich glaube, die Spannung trägt ja einfach auch immer mit in Monaco. Und das Ergebnis ist natürlich überragend. Ja, 13. Platz vor hier mal Alpine, Alfa Tauri. Beide Haas hinter uns gelassen. Und natürlich beide Aston Martin Williams und unseren Teamkollegen. Auch eine sehr gute Pace, glaube ich, gehabt. Also ich bin super zufrieden. Kleine Fehlerchen, die aber, glaube ich, auch nicht vermieden werden konnten. Ich lasse dich nochmal alleine mit den Highlights. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Wir hören uns dann zum großen Preis von Kanada wieder. Und ja, Daumen drücken, dass ganz, ganz schnell ein Hotfix kommt, dass wir diese Reifenproblematik im Qualifying nicht haben. Ansonsten ja, müssen wir halt diesen sauren Apfel aktuell einfach mitnehmen bzw. reinbeißen. Viel Spaß mit den Highlights. Bis zum nächsten Mal. Ciao.